Der zweite Spieltag steht an in der dritten Liga und jetzt geht's gegen Wackerburghausen im Textmodus und ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu laut. Und ich muss auf jeden Fall hinterherkommen. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir hier ich will eigentlich nicht verlieren. Was sagen wir denn da? Kämpft um den Ball, hört sich irgendwie blöd an. Irgendwie schaffen wir mindestens. Komm, go, go. Nur ein bisschen erfahren, das ist mein Motto. Oh ja, das ist angenehmer. Also möchte ich die Tabelle sehen, damit es ein bisschen spannender bleibt. Zwei Änderungen gab es, glaube ich. Kühne oder. Ja, Kühne müsste drin sein und Ursula. Drei Änderungen sogar. Also Gadowski, Ursula und Kühne sind jetzt drin. Statt Unekbu, Zundi und Ofosu Aye. Erste Chance für die Duisburger. Ein tückischer Ball auf den langen Pfosten, doch Juri Kollack beweist perfektes Timing und klärt sehr gut per Kopf. Konter MSV Duisburg, aber diesmal hat Juri Kollack schon wieder aufgepasst und spitzelt den Ball weg, ehe Ursula mit dem Leder auf und davon gehen konnte. Flagge von Michael Gadowski wird abgefälscht und damit zu einer echten Herausforderung für Stefan Loboe. Diese meistert er aber sehr gut. Und noch eine Chance. Tolles Luftduell zwischen Tanju Öztürk und Yusuf Mokhtari. Nach einer Ecke von Kevin Wolz am Ende kann sich Mokhtari durchsetzen. Taktisches Foul durch Kevin Wolz, der hier auch gelb sieht. Erste Chance von Burghausen. Juri Kollack schaltet sich da entschlossen in den Angriffsbemühungen von Wacker Burghausen ein. Sein Pass landet bei Angelo Haug. Wie ist der Text ein bisschen schnell? Mach mal Mittel, weil ich komme sonst mit dem Lesen nicht hinterher. Chance für Burghausen. Guter Pass von Alexander Eberlein auf Yusuf Mokhtari, der ohne jedes Zögern sofort den Abschluss sucht, doch Michael Ratajczak ist jedoch blitzschnell unten und packt sich bombensicher zu. Und jetzt bin ich gerade in Duisburg-Stimmung, denn ich habe gestern Eishockey geguckt. In Duisburg ist direkt neben dem Stadion, also neben der Schauinstanz Reisenarena oder so. Tanju Öztürk steckt den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum, doch die Flanke gerät ein bisschen zu weit. Juri Kollack und Alexander Eberland sichern den Ball lediglich ab. Philipp Ursula nimmt Maß, zieht aus 25 Metern zentraler Position ab und die Kugel senkt sich hinter Loboe und der ist drin. Und da seht ihr, dass ich perfekten Mann reingebracht habe, denn Ursula war in der guten Form und das sieht man ja auch. Wolze geht am Strafraum zu Boden, das war knapp vor der Linie. Aber der rappelt sich wieder auf und fällt gegen Darlington Omodiakbe wieder leicht. Diesmal auf der Linie, dann reklamiert er, doch der Referee lässt weiterspielen. Angelo Haug nutzt eine Schlafmützigkeit von Sascha Doom aus, das ist nicht gerade so toll. Setzt sich ab, schießt aus 10 Metern an den Pfosten, Glück für uns. Trotzdem bin ich gerade mit dem Spiel der Mannschaft zufrieden, hätten eventuell ein oder zwei mehr Chancen haben können. 120 Sekunden werden ihm uns nachgespielt und ja, Halbzeitpause. Ja, wolltest du, hast 4-5, also erstmal Ursula loben. Gutes Spiel gemacht, bis jetzt. Das heißt, gutes Spiel, hat das Tor geschossen, das ist das einzige Gute daran. Fitness auf jeden Fall müssen wir Feisthammel loben, nicht loben. Massagieren, Alter. Nein. Müsste eine Massage geben, so. Und Bollmann. Halbzeitansprache. Wie schaffen wir mindestens 100%, das stimmt. Von den Chancen her waren wir jetzt nicht klar besser, aber wir hätten mehr rausmachen können. Also auf jeden Fall kann man sagen, wir waren effizient. Das stimmt. Könnte auch richtig sein. 167. Ja, das ist. Ballbesitz ist mehr. Eigentlich geht das schon in Ordnung, dass wir hier führen. Nur die Schüsse. Die haben eventuell Glück gehabt mit dem. Mit den Situationen davor. Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Das passt jetzt gerade meiner Meinung nach am besten rein.
Und wir lassen mal alle aufwärmen bis auf Lenz, denn ich glaube nicht, dass er heute zum Einsatz kommt. Und Chance für Duisburg. Kevin Wolz ist da ein kleines Tick schneller als sein Kontrahent an den Ball. Und spitzt die Kugel vor das Tor. Doch Darlington, oben und Jakob rettet per Kopf zur Ecke. Ecke von rechts, Kevin Wolze, dritte in diesem Spiel. Extrem scharf getretene Ecke von Kevin Wolze. Tanja Özcan köpft aus 10 Metern, köpft aus 10 Metern aus zentraler Position in die dritte Etage. Ach du Scheiße. Pierre de Witt verliert den Ball und beschwert sich, weil er sich als Opfer sieht. What the fuck? Offenbar zu vehement, denn er sieht dafür den gelben Karton. Das muss schon trinken. Heinrich Bentschik will da in den Strafraum eindringen und wird an der Strafraumkante von Markus Bollmann zu Boden gebracht. Eine schwierige Situation für den Schiedsrichter, der zögert doch, aber verlegt die Aktion knapp vor den 16er Freistoß. Josef Mukhtari ballert den Ball geradewegs in die Richtung der Fans, ganz oben auf die Tribüne. Diesmal wird er wohl nicht mehr wiedersehen. Schlag zu Duisburg. Kevin Wolze flankt in die Mitte. Pierre de Witt hatte sich freigelaufen. Kommt zum Kopfball. Mit einer Blitzreaktion kann Lobo ja aber klären. Schade. Der müsste mal bei Oberhausen gewesen sein, wenn ich richtig liege. Können wir nachher schon mal nachgucken. Schöner Antritt von Philipp Orsula bis in Darlington. Und Jagbe und verstoppt. Gelb ist die Folge. Ja. Schade, trotzdem. Wir sollten jetzt gleich mal wechseln. Flanke von der rechten Seite durch Pierre de Witt. Tobias Weißen legt per Kopf in die Mitte ab. Lobe verschätzt sich, aber Kai Duisburg kommt an den Ball. Boah, Glück für Burghausen. Und ich würde sagen, wir nehmen nicht Ursula raus, sondern wir nehmen mal raus. Das ist echt eine Frage. Ich würde sagen, Gardowski, weil von dem gar nichts kam. Packen dann Zundi rein. Und schieben den auf die linke Seite und Wolz auf rechts. Sollte eigentlich gehen. Geht auch. Zwei Wechsel übrigens bei Burghausen. Und Modiakbe ist raus für Drum. Und Schreck für Eberlein. Und Riesen und Chance für Burghausen. Josef Mukhtari naht vor dem Strafraum. Tanju Özcan, der zieht ab. 3 Meter am Winkel vorbei. Ecke von links. Kevin Wolze, der hebt die Hand, macht mit den Fingern ein Zeichen, schickt die Kugel dann hoch in den Strafraum hinein. Aber Maximilian Drum ist da und klärt Prostituierten per Kopf. Schade, wir sollten trotzdem nochmal wechseln. Ich würde sagen, Ulrik guckt rein. Wir sollten gleich mal Feistammel rausnehmen. Fragt sich nur, wer kann das spielen? Ich würde sagen, Pierre wird nach hinten ziehen auf die defensive Mittelfeldposition und dann Eichstück reinbringen für einen Fallsammel. Schreib kann da Pierre wird nur mit einem taktischen Foul stoppen und ist und sieht gelb. Freistoß Kevin Wolze. Kevin Wolze versucht das mit direkt aus 27 Metern. Lobe hält ohne Probleme. Wir sollten wirklich mal was ändern. So. Das war jetzt sollte der dritte Wechsel gewesen sein, oder? Ja, ich glaube schon. Burghausen wechselt übrigens auch nochmal. Moser kommt für Burkhardt ins Spiel. Ja, genau. Nimmt Tanju Özcan raus. Den habe ich. Egal. Schöner Pass von Josef Mukhtari, aber die Duisburger Verteidigung hat aufgepasst. Und eher der Ball. Und ist eher am Ball als der Angreifer. Als der Angreifer. Ja. Also. Meine Fresse, gebindet und hier nicht irgendwie. What the fuck? Pierre will. Mit einem Sprint im Mittelfeld und er fasst sich an den Oberschenkel, beugt sich nach hinten. Nein. Nein! Scheiße. Pierre wird es verletzt, super. Toll. Ja, wir haben eh schon was gemacht.
Okay, Wolze könnte da noch spielen, aber wir bleiben mal so. Das sollte bis zum Ende reichen, hoffe ich doch mal. Bukor ist jetzt ein Mann mehr. Freistoß Josef Mokhtari. Mokhtari mit einem Freistoß von der linken Seite. Er flankt in den Strafraum. Aber der Torhüter kann diese gute. Der kann diese gut abwehren. Boah, Josef Mokhtari hat eine zweite Gelegenheit. Diesmal zieht Mokhtari den Ball direkt aufs Tor. Michael Ratajczak denkt das Leder gut über die Latte. Gute Ecke auf den Elfmeterpunkt. Doch Ratajczak verlässt sich da nicht auf seine Verteidigung, kommt da raus und führt das Leder aus der Luft. Faisal spielt den Ball ins Aus, als sich Mokhtari anscheinend verletzt hat. Aber dem geht's so gut. Die Spieler des MSV wird müde. Hört sich nicht gut an, aber kann ich gar nicht viel machen. Liegt daran, dass ich nicht Tanjo wechseln würde. Letzte Chance nochmal für Burghausen. Ein bisschen den Strafraum stark vorgetragener Angriff von Burghausen. Angelo Haupt muss eigentlich nur noch einschieben, aber spielt noch einmal ab auf Heinrich Benschick. Sticht prompt im Abseits und regt sich entsprechend drüber auf. Und das war's. Duisburg gewinnt. Ja, in einem ordentlichen Drittligaspiel mit 1 zu 0. Das lässt sich was sehen, aber wir gehen in den Nachbericht rein und ja. Cheerio.